Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir eine Challenge starten. Keine einfache Challenge. Eine anstrengende, schwierige, langdauernde Challenge. Nämlich die 1000 Baby Challenge. Jo, der Begriff 100 Baby Challenge sollte euch wohl was sagen, denke ich mal. Was ist mit 1000? Kennt ihr nicht. Genau. Kannte ich auch nicht. Habe ich mir ja eben auch selbst ausgedacht. Aber ich finde die Idee, eine 1000 Baby Challenge zu machen, cool. Und ich habe eigene Regeln. Unter anderem, der Vater wird immer der gleiche sein. Das heißt, es wird ein Ehepaar geben. Nur, der Sim, die Frau muss sich alleine darum kümmern, dass es den Kindern gut geht. Und darf auch in der Zeit nicht arbeiten gehen oder so. Nur wenn Teenager im Haus sind, die sich kümmern. Das sind Regeln, also die ganz normalen Standard die Sims 4 100 Baby Regeln, außer halt so ein bisschen das mit den Vätern, aber sonst gleich. Und das möchte ich gerne machen. Ja, ich schaffe das, glaube ich, gar nicht anders als nur mit einem. Auf jeden Fall werden wir hier jetzt was erstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir ein Ehepaar erstellen oder... Nein, wir erstellen keins. Okay, das passt schon mal gar nicht. Also, rein optisch gesehen so, passt nicht. Ich generiere ein bisschen mal was, bis man was hat, womit man arbeiten kann. Ich will ein Arbeitsoutfit haben, wo man erstmal sagen kann, so diese Grundstruktur, mit der kann ich arbeiten, ja. Manche Sims kann man einfach nicht reparieren. Das passt aber ganz gut. Nein, sowas nicht. Ja, jetzt geht's los. Haare. Jo. Wir könnten natürlich was Abgespacedes machen und irgendwie sowas nehmen. Oder sowas. Könnten wir eigentlich machen, warum nicht? Eigentlich ganz nice, so. Oder sowas. Schwierig. Wollen wir einfach mal irgendwie sowas Abgespacedes nehmen? Ich bin dann gespannt, wie die Kinder aussehen. Und vielleicht einfach Standard. Ja. Macht dich anscheinend auch glücklich. Und ich habe mir was gedacht, denn man kann hier ja noch mehr Outfits erstellen. So Klon-Outfits noch. Und ich würde sagen, unser Sim bekommt ganz viele Klamotten, weil in echt hat man ja auch so viele Klamotten. Ja, die werden wir heute nicht alle machen, aber nach und nach, wenn es Umstylings gibt, fügen wir die hinzu. Und das sind jetzt die ganzen Klamotten. Das sind einfach Slots, die sind nie besetzt und so kann man viel mehr Klamotten haben. Ich finde das irgendwie cool, wenn man viel mehr Klamotten hat. Und dann kann man die nutzen und dann hat ein Sim viel mehr Klamotten. Wir gehen jetzt hier mal zum Alltagsoutfit. Wir machen immer erstmal nur das erste Outfit. Später, irgendwann mal, machen wir das zweite, bis wir das fünfte haben. So. Beim ersten Outfit, das muss ja was Neutrales sein. Habe ich vielleicht an sowas gedacht, wenn man das schon so sieht. Und vielleicht irgendwie so eine... Ja, passt das? Ja. Ja, wir gucken da gar nicht so lange. Vielleicht diese Stiefel. So Gesicht. Das können wir eigentlich so lassen. Oha. Sieht man gar nicht. Augen. Oha. Nee, danke. Vielleicht irgendwie so eine Sonnenbrille oder so. Irgendwelche Accessoires. Hier, das finde ich auch cool. So Blätter finde ich gar nicht so schlecht. Oder hier so Sims Plumbobs. Oh Gott, ich kann gar nicht mehr reden. Ja, so ein paar Plumbobs wären auch cool. Oder so ein Eis. Nee, Plumbobs. Nee, das ist auch zu viel. Ja, hier sind die reichen Schnösel. Nee, sind wir nicht. Nee, prinzipiell ist das gut. Make-up? Ja, so ein bisschen was. Verträgst du auch. Vielleicht eine andere Farbe?
Ja, lass das mal machen. Hier so ein bisschen so. Du bist halt so ein bisschen gewagter, ne? So, und vielleicht ein bisschen Lippenstift, ja. Du bist einfach ein bisschen gewagter. Ach so, und wir können tatsächlich was machen. Wir nehmen es ganz genau. Das ist ganz wichtig. Wir nehmen es so genau, dass sie jetzt noch keinen Ring trägt. Ja, wir machen hier richtig so einen Ehering. Sieht man das? Nö. Ich wusste gar nicht, dass es hier so viele Sachen gibt. Socken, ja. Socken macht man nie. Zieht man den Sims nie an, aber gibt es. Ja, Wahnsinn. Also ich wusste gar nicht, dass es hier sowas gibt. Hier, zu Corona passt das, glaube ich, ganz gut. Hier, so Handschuhe, die. Perfekt. Nee. Ja, so ein paar Winterhandschuhe. Nein. Armbänder gibt es auch. Armbänder bekommst du keine und Ringe darfst du auch keine tragen. Noch nicht. So. Ja. Du möchtest. Was möchtest du werden? Ich denke jetzt logisch. Also, wenn sie das Bestreben abgeschlossen hat, werden ihre Sachen nicht mehr schlecht. Wollen wir das machen? Ja, ein bisschen kochen, das muss sie ja eh. Sie ist romantisch. Wir müssen erstmal ein bisschen logisch denken. Und sie. Schwierig, schwierig. Familienbewusst. Selbstsüchtig, nee. Eins brauchen wir noch. Und sie ist ein. Warte, gibt es hier irgendwie so Kochliebhaber? Sie ist Genießerin. Und. Oh Gott. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich mache mal meine Augen zu und drück dreimal und schau mal, was rauskommt. Alessia. Okay. Okay, ich habe dreimal gedrückt. Alessia Kreitz. Ist vielleicht nicht unbedingt der Name, den ich genommen hätte, aber ich mach's immer kurz und knackig. Dreimal drücken ergibt das Ergebnis. Ja, wollen wir doch noch einen Mann erstellen? Nein. Wir starten jetzt. Dass der Haushalt ist. Mache ich das auch? Nee, ich mache erstmal hier so. Ja, stimmt, das muss ich später machen. Ja, ich werde später dann, immer wenn ich fertig bin mit einer Folge, werde ich jeden Haushalt einmal als eine Folge abspeichern, als Spielstand jeweils, damit, wenn was schief geht, dass ich dann sozusagen noch so ein Backup habe. Sommer, Frühling oder Winter oder Herbst, Winter. Wenn wir hier schon keinen Winter haben können, dann wenigstens in Sims. So. Wo ziehen wir hin? Ich habe mir absolut keine Gedanken gemacht. Wenn wir hier so einen reichen Promi heiraten, ja, wäre ganz cool, aber wo wollen wir hin? Oder in San Myshono? Ja, wir sind schon in unserem Let's Play in San Myshono. Ja, das Problem ist, ich kenne alle Wohnungen irgendwie schon. Nein, ich kenne noch nicht alle. Vielleicht in Brindleton Bay. Ich tue immer so, als würde ich schon alles kennen und wäre schon überall gewesen, aber. Ja, da war ich auch schon irgendwie immer. Ich will nicht dahin, wo ich schon immer war. So, wir gehen jetzt alle Welten durch. Also, wenn ich hier noch nicht überall war, dann weiß ich auch nicht mehr. Hier war ich nämlich schon überall und hier kann ich mir auch nichts leisten. Hier, ich will nicht immer diese Standarddinger. So, Oasis Springs. So, war ich schon mal. War ich schon mal? 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 War ich überall schon mal? War ich überall schon mal. New Quest. War ich vielleicht noch nicht überall, aber ich will nichts bauen. Magnolia Promenade. Ja, war ich auch schon überall. Nein. Falsch, 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 falsch. Windenburg. War ich schon mal? War ich schon mal.
War ich schon mal? War ich da schon mal? Nein, da war ich noch nicht. Okay, wollen wir nach da oder wollen wir noch mal weiterschauen? War ich schon überall? Nein, war ich noch nicht überall. Und der Sol Valley gibt es nichts. Dann ziehen wir da hin. Doch. Ja, stimmt. Da habe ich damals, glaube ich, mal. Ja. Oh, geil. Da will ich mal wieder hin. Ich glaube, da habe ich damals mein erstes Let's Play gedreht, was keiner kennt von euch. Auf einem Kanal, von dem ich euch gar nicht erzählen will, weil der einfach nur beschissen ist. Den gibt es noch. Müsst ihr selbst herausfinden. Ich bin da gar nicht so genau. Also, man findet die irgendwie schon. Ihr könnt ja vielleicht mal auf Playmobil-Familie so umhergehen. Vielleicht findet ihr dann ja Indizien dazu, wie man auf den anderen kommt. Wer weiß. Ja, irgendwie, wenn man von einem Kanal auf den anderen klicken kann, kommt man irgendwann auf dem Kanal, von dem man auch auf den Kanal kommt. Ja. Stimmt. Nee, hier war ich doch schon mal. Egal. Aber trotzdem hier. Da ist direkt ein Kinderzimmer, aber wir werden direkt hier umbauen. Das ist ja nicht hier für Kinder gemacht, so. Ne? Wir brauchen hier direkt die Möglichkeiten. Prinzipiell, was wir hier nur brauchen, ist ein Bett. Mehr brauchen wir nicht. Weil dann schieben wir das hier nämlich schon mal. Nein, wollen wir das komplett abreißen? Wartet mal, ich habe, glaube ich, noch was in der Galerie, was wir umbauen könnten. Ja, hier ist viel drin. 100 Baby Starter. Ja, das habe ich noch. Ah, aber wenn ich mal ganz kurz. Grundstücke Filter. Das 100 Baby Starter habe ich auch so in der abgewandelten Version. Egal, ich nehme das mal. Das ist nicht meins, ja, das weiß ich. Das habe ich nicht gebaut, aber das gibt es in der Sims 4 Galerie und deswegen habe ich es mir gedownloadet. Und ich würde mal sagen, das passt ja perfekt drauf. So, wenn wir hier nämlich mal reinschauen, das ist perfekt gebaut. Ich habe mir das Video selbst angeschaut, ich weiß, wie es geht. Wenn man von hier aus im Puppenmodus ist, kommt man an alles dran. Das ist das Tolle. Und ja, kleine Kinder haben hier Platz, dort im Schlafsaal, aber ich will mehr als nur zwei Betten haben. Ja, das passt aber nicht ganz, glaube ich. Ja. Doch, so. Oh, nicht genug Geld. Dann müssen wir einmal Muzzle Load machen. Ja, ich habe gesagt, Cheats sind erlaubt im Game. Auf jeden Fall. Aber ich möchte nicht so viele Cheats benutzen. Also das nochmal so vorausgesagt. Gut, ich möchte hier nur ein bisschen. Ja, ich mache das Geld auch gleich wieder weg. Aber ich möchte hier sicherstellen, dass hier alles ist, was ich gerne hätte. Und das ist es nicht. Deswegen, ich hatte da mal eine eigene Version von. Ich habe das mal ein bisschen umgebaut. Nee, kann man hier auf dem Kanal nicht gucken, für die, die das jetzt wissen wollen. Und wir legen das auf 4 Kinder aus. Das ist wichtig. So, 4. Nee. Da sollen nicht so viele drauf liegen. Da kommt das Essen dann drauf. Denn das Haus ist wirklich geplant, kann man sagen. Aber was mir wichtig ist, die Kinder sollen hier nicht nur leben. Die sollen hier auch Spaß haben. Und deswegen schaukeln sollen sie können. Planschen sollen sie können. Aber was ich auch noch gerne hier hätte für die Alessia, einen, wie heißt das? Geburtstags-Whirlpool. Ja, ich habe nicht alle Sims-Packs und deswegen bin ich so froh, endlich einen Whirlpool zu haben. Aber ich denke mal, das hier zählt nicht wirklich als Cheaten, denn die Kinder sollen es ja hier auch gut haben. Und ich unterstütze sehr die musikalische Fähigkeit. Deshalb, nein, die gute. Die gibt es. Aber die kommt hier hin, würde ich sagen. Denn dann könnte hier der Experimentiertisch hin. Dann haben die ein bisschen mehr Möglichkeiten. So, arbeiten können wir als Künstler, als Künstlerin. Und wollen wir vielleicht noch eine Freelancer-Karriere haben? Könnten wir ja auch vielleicht zwischendurch noch mal so eine Freelance-Autorin, die ab und zu mal noch ein Buch schreibt. Aber das können wir auch so machen, ohne Freelancer-Karriere.
Müssen wir gucken. Aber vielleicht so die Freelancer-Autorin, die ab und zu mal Auftrag annimmt. So, Testing Cheats. Nein, ich will jetzt hier nicht anfangen zu cheaten, aber ich will uns das Geld wegnehmen. True. Und dann Money. 10.000 ist unser Startbudget. So. 10.000 Punkt. Gut, hier können die wohnen auf jeden Fall. Ich würde sagen, du wirst erstmal Freelancerin. Ja, das erste in der 1000 Baby Challenge Freelancerin werden. Ja, nein. Aber wie findet ihr die Idee, eine 1000 Baby Challenge zu machen? Beschissen, schön. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich kann damit leben, wenn ihr es nicht so toll findet. Aber ich finde es toll. Und deshalb mache ich es. So, einen Auftrag nehmen wir erstmal nicht. Wir kochen erstmal etwas. Wir kochen. Wir müssen ein bisschen kochen üben. Deswegen kochen wir eine weiße Torte. Und da haben wir direkt was, was mir sehr wichtig ist. Wir brauchen einen ganz bestimmten Tisch. Das ist der hier. Das passt hier noch alles, das weiß ich. Und da kommt eine Torte drauf, damit wir immer direkt Geburtstag feiern können. Dies mit dem Tisch, das ist so ein Trick, den habe ich raus. Und wenn wir mal keinen Bock haben zu kochen, können wir da auch Essen kaufen. Beziehungsweise wir können da Essen für die Kids draufstellen. Plus dort der Kuchen kann hin. Also der Kuchen kann dorthin, Entschuldigung. Was war das gerade für ein Satz? Und dort kann der Kuchen hin. Nee, dort der Kuchen kann hin oder so, sagte ich gerade. Oh. Gut, dann back mal was. Ach nee, ist ja Kochen. Warum ist dieses Kuchen Kochen? Das verstehe ich immer noch nicht, warum das als Kochen gilt. So, dann pack das mal in den Backofen hier. Ach so, ist ja Herd und Backofen in einem. Das kennen wir nicht. Das ist, ich will nicht sagen armselig, aber das kennen wir nicht. Nein, das kenne ich echt nicht. Wir haben tatsächlich extra einen Backofen. Und damit keiner diese Torte wegfrisst, Geburtstagskerzen hinzufügen. Nein, hier feiert keiner heute Geburtstag. Hallo Alessia, hier spricht deine Jobagentur. Wir möchten dich nur freundlich daran erinnern, dass zahlreiche Aufträge zur Verfügung stehen. Egal, was dort jetzt steht, ihr müsst das selber lesen. Sorry. Oh Gott, das hat nicht geklappt. Ja, mein Sims ist so klein, ich kann das nicht so gut lesen. Dann passiert sowas. Ja, wir sind interessiert, einen Job zu haben, aber wir wollen jetzt hier nicht die ganze Zeit arbeiten, ne? Nein, komm, das geht nicht. Aber ich habe gesagt, Mods sind auch okay. Nee, habe ich noch nicht. Aber hier ist Sim, da Dating App. Ich würde sagen, wenn wir das machen, ist das nicht perfekt? Denn wir können jetzt hier auch, das können wir auch machen, dann, ja warte, lass uns das mal testen. Vielleicht können wir auch darüber mit 1000 Baby Challenge arbeiten. Ich teste das jetzt doch gleich mal. Ich habe keine Ahnung, ob das geht. Oh Gott, diese Promis sind da drin. Ja komm, dann machen wir das doch direkt. Ist nur ein Test. Vielleicht könnten wir damit auch die 1000 Baby Challenge machen. Ob das wohl geht? Ich bin mir nicht sicher. Nochmal jetzt hier. Oder wollen wir den? Nein. Oh doch, das ist ja doch erst da. Geht das jetzt? Ah, Mist. Egal. Lass uns das mal machen. Okay, Romantik gibt es da nicht. Schade, es funktioniert nicht. Oder wir müssen gucken, wie es danach aussieht mit der Romantik. Lass uns das einfach mal testen. Ja, ich habe das selber noch gar nicht getestet, ob das geht. Aber hätte ich mal eigentlich denken können, dass es nicht geht. Ich glaube, das macht nichts an der Romantikfähigkeit. Doch, 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 doch. Wie sieht's aus? Ah, schade, schade, schade. Oh, hat nicht geklappt. Mist. Aber jetzt kennen wir ihn.
wenn wir ihn heiraten, dann haben wir richtig Glück. Okay, was nehmen wir mal? Blind Date, komplett blind. Nein, wir nehmen auf jeden Fall hier männliches. Wir hätten auch spezielles nehmen können, aber ich will das per Zufall haben. Aber ich hoffe nicht, dass da ganz bestimmte rauskommen. Denn ich kenne so ein paar, die, wenn die dort drin sind, das funktioniert nicht. Clemens Frost. Oh mein Gott. Clemens Frost. Das ist Väterchen Frost, Leute. Geil. Geil, 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 geil. Kokett vorstellen. Das ist immer natürlich die beste Art, sich vorzustellen und immer kennenzulernen. Hä? Oh, Sims ist so verbuggt, ey. Oh, ich hasse das. So, dann kennst du ihn direkt. Das hat direkt geklappt. Okay. Nummern austauschen. Okay, nein, wir werden hier zu schnell. Aber... Okay. Ja, ich habe ja gesagt, wir... Ach so, ja, stimmt ja. Der soll dann ja auch geheiratet werden. Stimmt. Ja gut, ich kann damit leben. So nicht. Das wäre perfekt. Klappt das ja? Verabredung küssen. Rose anbieten. Erstmal müssen sie sich mehr kennenlernen. Nach Karriere fragen. Und was man noch so fragen kann. Nach Liebesleben fragen und so. Ein bisschen kennenlernen. Oh. Ja, wir machen das einfach ein bisschen schneller. Bei Nordpol AG arbeitet. Alles klar. Bei Nordpol AG. Okay, ja, gut. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob ihr im Hintergrund Musik hört, wenn ihr... Sorry. Okay, Simoleons. Wir fangen hier direkt an, unsere Hälfte wegzuprotzen hier. Kindisch ist er, okay. Okay, aber wir wollen hier auch... ein bisschen oben was schaffen, da. Komm, mach mal schneller. Dann lass ihn auch mal hinsetzen. Über Interessen reden. Aha, okay, das können wir machen. Aber er soll das noch. Und dann freundlich. Wo ist es? Tag verschönern erstmal noch. Okay. Ja, ich spule ab und zu mal wieder ein bisschen vor, damit das ein bisschen schneller geht. Okay, super. Dann haben wir doch auch direkt ein Vorschaubild. Vorschaubild ist gemacht. Super. Mhm. So, ich klicke das mal ein bisschen weg. So, das nervt immer. Ich spule mal ein bisschen vor. So, super. Ja, dafür haben wir doch hier die Möglichkeit. So, dann machen wir das hier mal direkt. Und dann machen wir direkt Schwangerschaftstest.
Das kostet ja auch Geld, stimmt. Das habe ich gar nicht eingeplant. Nein, 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 verlängern. Nein, 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 nicht. Na, ist auch egal, Mensch. Ja, wasch dir die Hände, damit du dich danach nochmal aufs Toilette setzt. Kommt jetzt gut an? Für zwei Essen. Oh, wir haben hier sogar das Merkmal schon. Geil. Achso, das wurde alles schon gemacht. Ja, hier. Heimisch, fruchtbarer Boden und gute Schulen. Aber heimisch mache ich weg, denn ich hätte hier, glaube ich... Was gibt es denn hier noch? Promi-Haus könnten wir auch nehmen. Nein. Okay, das nehmen wir. Dann können wir ein bisschen besser malen. Und können wir auch gleich mal einfach... An... Nein, nein, nicht gehen. Clemens. Clemens, nicht gehen. Bitte nicht. Geh nicht. Clemens. Och, Clemens. Nicht gehen. Na gut, dann hole ich dich wieder. Achso, wir haben ja Bedürfnisse. Sorry. Ich habe vergessen, dass unser Sim hier Bedürfnisse hat. Dann kochen wir ihm was zum Essen. Ich würde sagen, Gemüseteigtaschen. Ich koche wieder Partygröße. Das mache ich immer. Dann haben wir erstmal einen Vorrat da. Dann leg mal los hier mit Kochen. Dann übt mal ein bisschen. Ja, ich spule immer ein bisschen vor, damit die ganzen Folgen schneller gehen. Wir nehmen schon lange auf, aber ich habe richtig Bock heute. Deswegen nehmen wir lange auf. Wobei, ich mache Part 2. Achtung, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, macht's gut.